Kann man vom Bier eigentlich hier abhängig werden? Ich weiß das jetzt gar nicht. Wäre ja auch nochmal eine schicke Sache. Sammeln wir den Müll wieder ein bisschen ein hier, den wir unterwegs jetzt hier finden werden. Die haben aber ganz schön Kram in ihre Höhle gezerrt hier, muss ich sagen. Also das ist schon heftig. So, einmal das Mikro neu positionieren. Hier soll irgendwo eine Metallkiste sein, wo das Ding draufsteht. Dann wollen wir mal hier alles mal durchsuchen. Knochen, haufenweise. Da ist noch einer von den... Guck mal da runter da. Und jetzt kommst du mal hierher. Der fetzt hier aber auch durch. Halleluja. So, jetzt haben wir ihn mal verarscht. Der kommt jetzt nämlich hier gleich irgendwo wieder zurück. Hoffe ich. Denke ich. Nein, tut er nicht. Dann gehen wir mal hier oben lang. Da kommt er. Und den verpassen wir jetzt erstmal ein bisschen was auf seinen Kopf. Jawohl. Lies das. Sehr schön. Kaffeetasse, Milchflasche, alles klar. Ist hier noch irgendwas von Wert rum? Außer natürlich die wir da so... Da war doch gerade einer. Wo ist der jetzt hin? Ein Raider. Schade, dass man hier keine Nahkampfwaffen mit abschießen kann. Das wär's ja noch. Ja, kann ich jetzt mal wieder die Kontrolle übernehmen hier? Danke. Das war ja schon fast zu knapp hier. Wir verfeuern hier alles, was uns in die Finger kommt. Deswegen mag ich das Ding einfach so. Zack. Block. So, jetzt sind wir hier unten. Da dümpelt ja auch noch einer. Was hast du noch so Schönes? Eine Höhlennotiz. Aha. Die werden wir uns dann doch gleich mal anhören, durchlesen oder sonst irgendwas damit machen. Barrieren errichtet, dauerhafte Barrieren zu bauen. Im Monat, die sind in der Höhle und haben endlich komplett eingerichtet. Schön ein Dach über dem Kopf zu haben, keine Sorgen machen zu müssen, bla bla bla. Ja, naja, Sicherheit ist wohl was anderes als das, was die hier hatten. Ich höre doch da wieder was trapsen hier. Oder bin ich das selber? Sind das nur die Knochen, die hier überall runterfallen? Aber... Hier zappelt ein halbes Brahmen. Kann man dich irgendwie durch die Gegend treten hier? Nein, kann man nicht. Wo ist diese vermaledeite Wackelpuppe? Die soll doch hier sein in den Höhlen. Gibt es hier noch einen Winkel, den wir noch nicht durchsucht haben? Höchstwahrscheinlich. Mal eben auf der lokalen Karte gucken. So, da hinten sind wir reingekommen. Und dann geht es hier jetzt weiter. Halleluja, Leute. Die haben es echt in sich hier. Jetzt können wir gleich mal wieder ein bisschen Müll sammeln, damit wir hier wieder was zum Wegfeuern haben. War da irgendwas? Nein. Da geht's immer weiter. Und da hinten geht's wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr hin. Hier geht's wieder in die Tunnel. Ich muss aber in die Höhlen. Das ist diese hier. Das heißt, das Ding muss hier irgendwo rumstehen. Packen wir die Wumme erstmal weg. Dann kommen wir etwas schneller zu Fuß hier. Und Gegner dürften jetzt eigentlich kaum noch wieder welche hier da rumeiern hier. Eigentlich haben wir sie alles aus dem Weg. Alle aus dem Weg geräumt. Nicht alles aus dem Weg geräumt. Ich habe schon wieder einen Satzbau mit Wortverschiebungen. Das ist hier der. Oh. Oho. Dann springen wir da mal rein. Zack. Da ist die Wackelpuppe. Ha! Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt können wir wieder zurück.
Wie ist denn der schnellste Weg? Diese Wegrichtung. Bier hat nachgelassen, sehr schön. Jetzt haben wir einen Kater. Oder auch zwei. Na, die packen wir lieber wieder weg. Eigentlich dürfte hier uns erstmal nicht hier nichts entgegenkommen. So, das haben wir jetzt, die Schleichenwackelpuppe. Jetzt müssen wir die für kleine Waffen finden. Da muss ich nochmal auf meine lustige Liste gucken. Und die ist zu finden im Depot der Nationalgarde. Da müssen wir dann gleich als nächstes mal gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Geht das jetzt hier wieder raus, verdammte Axt? Hier müsste das eigentlich weitergehen, aber das tut es nicht. Aber hier geht's weiter. Müll. Mein Müll. Haben wir das verschossen oder war das, lag das hier schon länger? Geht das hier durch? Ja, hier geht's durch. Sehr schön. So, ich dachte, da labert einer, aber das ist hier nur das alte Radio. Das schalten wir lieber erstmal ab. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Dann haben wir das nämlich hier gleich fertig. Noch ein Stück weiter und dann rechts rum. Hier geht es hinaus. Das machen wir mal alles leer hier. Und da haben wir noch eine Munitionsbox. Na ja, ein bisschen was war ja dabei, was wir hier noch brauchen können. Hier sind nur wieder irgendwelche... Welcher Blödsinn liegt hier nur wieder? Dann machen wir das Ding gleich mal wieder voll. Der Putzmittel kann da rein. 10 Blechdosen ist gut. Ruiniertes Buch. Leere Brauseflaschen ist auch sehr gut. Metallkochtopf kann da rein. Milchflasche, Spielstube, Staubsauger lassen wir da. Terpentin schmeißen wir da rein. Und die zerbeulten Blechdosen schmeißen wir dort auch rein. Was haben wir hier noch drin? Metallkiste. Nehmen wir mit. Das ist nichts drin. Und das packen wir auch alles ein. Dann haben wir wieder Staubsauger. Sehr schön. Bier, Bier, Bier. Alles voller Bier. Taschenbecher, Bügeleisen. Das Bügeleisen soll übrigens auch ziemlich Wumms haben. Obwohl ich immer noch nicht sagen kann, dass es ja, wirklich so ist. Also konnte ich bisher noch nicht bestätigen. Vielleicht meinen die mit Wumms haben im, im Vergleich zu dem Gewicht, was die Dinger haben, wenn man sie... was können wir denn jetzt hier mal fix machen? Jo, Gurgelfleisch. Wir können uns ja einmal kurz ein bisschen hochheilen. Dann müssen wir nämlich wieder etwas mehr haben. So. Laden wir das Ding mal wieder. Also Leute, holt euch auf jeden Fall den Rocketwerfer. Kaffeekanne, Brauseflaschen können da rein, Spielzeugauto, Staubsauger, nein, den Staubsauger nicht, den nehmen wir wieder raus. Terpentin kann noch zweimal rein, das Trinkglas, wie viel hat das eigentlich an Gewicht? Trinkglas 1, okay. Vorkriegsgeld, da kann man natürlich auch sehr gut was machen, weil das kein Gewicht hat. Ich weiß jetzt nur nicht. Also Leute, immer das Vorkriegsgeld sammeln vielleicht, wenn ihr das Ding hier wirklich benutzen wollt. Dann kann man ja mal eine Aufstellung machen, vielleicht auch wie viel Schaden bei was wo rumkommt und zu welchem Gewicht sich das relativiert. Und also Vorkriegsgeld ist schon mal ziemlich gut, weil es kein Gewicht hat. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt müssen wir zum Depot der Nationalgarde. Gesehen habe ich das auf der Karte schon mal irgendwann. Das war hier hinten irgendwo, glaube ich. Da waren wir bloß noch nicht. Waffenhaus. Ach nee, das war das Waffen. Das ist ein Hauptquartier der Regulatoren. Ha, Hauptquartier der Nationalgarde. Springwheel. Da können wir auch nochmal aufklären, den Punkt. Gedenkfelder. Abfallentsorgung. Massenrelaisstation. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Hause und bringen die Dinger gleich weg. Wall 92. Aber vorher würde ich ganz gerne noch nach Canterbury Commons und dort die Sache mit der Ameisterin und dem Robotkönig da erstmal erledigen. Diese schöne... Oh Mann! Haben Sie das gesehen? Ja. Haben Sie das gesehen? Die Ameisterin war voll der Terror und der Mechanist total heldenmäßig. Ist klar.
Was gibt's über sie zu erzählen? Die Ameisterin ist das boshafte Superbiest, das mit seinen Ameisen die Menschen vernichten will. Aha. Und der Mechanist beschützt uns mit seinen Robotern. Und wenn die beiden in der Stadt kämpfen, ist das einfach wahnsinnig. Überall Laser, wilde Beißereien und Blut. Es ist einfach irre. Na, da hat aber einer Spaß. Und dann sagt mein Onkel immer, dass ich drin bleiben muss. Er meint, es ist gefährlich. Das ist eine ernstzunehmende Angelegenheit, Derek. Ah, ja. Sie finden sie auch klasse, was? Schließlich haben sie noch nie jemandem was zuleide getan. Naja, jedenfalls nicht doll oder so. Okay. Dom und Machete sorgen immer dafür, dass alle reingehen, wenn sie so kämpfen. Aber manchmal schleiche ich mich raus, um zuzusehen. Tja, das ist schön. Kaufleute, die Sklavenhändler und die Raiders mögen die Ameisterin und den Mechanisten nicht. Sie sagen, sie sind schlecht fürs Geschäft. Okay. Aber das ist doch bescheuert. Die Ameisterin und der Roboter reißen sie in Stücke. Und das geschieht ihnen recht. Ja, bis später. Tschüss. Hallo, was ist los? Okay, was sagt denn so die Speisekarte? Sehen Sie sich die Speisekarte an. Hast du noch irgendwas, was wir hier... Nee, du hast nichts, was wir... bis später. Tschüss. Tschüss. Schon die Meinung geändert? Wollen Sie uns helfen, ja, der Ameisterin und dem Mechanisten? Auf dich habe ich gewartet. Sie sind hart im Verhandeln. Ja, das ist sehr schön. Ja, da wir das Problem aber bisher nicht selbst beheben konnten, sind wir im Geschäft. Aber wir erwarten Ergebnisse. Und seien Kein Sie Problem. Diskret. Wir haben schon genug Möchtegern-Helden, die auf den Straßen Krieg spielen. Wir brauchen nicht noch mehr davon. Okay. Okay, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wenn ich helfen kann, tue ich's gern. Was können Sie mir denn über die Ameisterin sagen? Eines Tages kam eine verrückte Frau mit einem Haufen Ameisen in die Stadt. Sie sagte, die Menschheit sei tot und die Ameisen würden die Welt erben. Dom hatte genug Zeit, die Ameisen mit ein, zwei Schüssen zu begrüßen. Sie rannte weg, greift aber in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder an. Okay. Damals stellte sie keine große Bedrohung dar. Sie war sogar unterhaltsam, denn es gab endlich mal wieder Gesprächsstoff in der Stadt. Als dann aber der Mechanist gegen sie vorging, wurde es ungemütlich. Ameisen lassen sich leicht abknallen, aber Roboter mit Laser sind was anderes. Erzählen wir doch mal ein bisschen was über den Mechanisten. Der Mechanist war mal unser Stadtmechaniker, Scott Wolinski. Ruhiger Typ, immer Schraubenschlüssel und Lötmetall in der Hand. Ein harter Kerl. Er kümmerte sich immer um die Roboter, die die Stadt beschützten, bis sie bei einem der nervigen Angriffe der Ameisterin zerfetzt wurden. Ich denke, er nahm es persönlich, denn er fertigte sich einen mechanischen Anzug an, nannte sich Mechanist und wollte sie mit einer Roboterarmee bekämpfen. Ja. Jetzt reagiert er nicht mal mehr auf seinen Namen und seine Roboterarmee ist gefährlicher für die Stadt, als es die Ameisen jemals war. Okay, ich soll sie also beide aus dem Weg räumen. Gibt es etwas anderes, womit ich sie aufhalten könnte? Mein Neffe Derek weiß vielleicht mehr über sie. Es ist verdammt schwer, ihn davon abzuhalten, sich in den Kampf einzumischen, wenn sie auftauchen. Okay. Er weiß vielleicht mehr über sie. Aber animieren Sie den armen Jungen bloß nicht. Er ist schon mehrmals fast draufgegangen. Oha. Das waren genug Infos ja, über sie. Ich habe auch die Nase voll von den beiden. Ich muss los. Viel Glück mit diesen beiden Unruhestiftern. Werde ich haben. Ich bin nämlich selber ein Mechanist. Oha, sieh mal eine Wumme. So, genug gesehen. Wo ist Derek? So, Aufgaben. Das ist schon mal richtig. Jetzt würde ich ganz gerne erstmal auf der Karte die Markierung erstmal entfernen. Und jetzt müssen wir Derek finden. Wo ist der denn jetzt hingerannt, verdammte Hacke? Solche Sachen mache ich nämlich immer mal ganz gerne komplett. Da ist aber nichts dran zu finden. Da hinten muss irgendwo Derek sein, schätze ich mal. In der Richtung. Da ist er. Halt, bleibst du wohl stehen, sonst hau ich dir eine Dose an den Kopf hier mit meinem Rocketwerfer.